Hallo, du da draußen. Vielleicht möchtest du auch mal ein Bild malen, vielleicht möchtest du dich schön beschäftigen, vielleicht hast du wilde Gedanken und die müssen irgendwo auf die Leinwand oder aufs Papier. Ich will dir hier zeigen, wie ich anfange. Ich habe mir hier praktisch jetzt eine Lage Papier unten drunter gelegt, damit ich den Teppich ein bisschen schone. Dann habe ich mir mein Werkzeug zurechtgelegt, meine Leinwand draufgelegt. Du siehst, das ist jetzt zum Beispiel 1 Meter auf 1 Meter. Ah, da muss ich die Lücke noch zumachen. Siehst du, da muss man schon drauf achten. Ja. Ich will heute ein Bild malen, welches ich dir nachher zeige, Stück für Stück. Jetzt nur erstmal der Anfang. Also, ich habe immer eine große Leinwand und nebendran eine kleine Leinwand, dann eine Wasserflasche. Dann nehme ich solche Schieber von der Dusche ganz gerne. Aber auch mein großer Spachtel, ja. Dann habe ich auch immer einen kleinen Spachtel und diese Becher von der Party. Dann habe ich Handschuhe dabei, mittlerweile auch die Gartenhandschuhe, weil ich finde die Einmalhandschuhe, das ist wirklich was Blödes. Habe ich hier natürlich auch, aber man verwendet sie einmal oder zweimal und dann sind sie durch oder gehen kaputt. Ich habe jetzt praktisch, und das will ich dir zeigen, wie ich anfange. Morgen. Nee, nicht. Doch morgen siehst du den Rest, das weil ich mache es heute Abend dann fertig. Ich habe hier praktisch mit der Wasserflasche einfach Wasser auf das Bild getröpfelt und habe dann mit dem Schieber hier das Wasser praktisch in alle Richtungen gezogen, damit es sich ein bisschen verteilt auf der Leinwand. Der Effekt, der dann dabei rauskommt, das zeige ich dir dann. Und jetzt machst du es am besten so, dass du dir mal die ganzen Materialien, die ich dir hier gezeigt habe und die du vielleicht schon hast, auch bereitlegst. Und dann kannst du dir morgen meine weitere Bearbeitung ansehen. Als Grund habe ich hier die gelbe Farbe, die ich schon angerührt habe. Ein bisschen verdünnt, damit sie besser fließt. Ja, also. Was ich alles dir noch sagen wollte, leg einen Schwamm daneben, eben von den Bechern welche. Farben, wenn du hast, kannst auch Kinderfarben, kannst aber auch die richtigen Künstlerfarben dir richten. Hier siehst du mal, was ich mir alles so hinlege zum Arbeiten. Und damit verabschiede ich mich jetzt auch schon. Richte deine Dinge. Vielleicht, wenn du eine Staffel hast, stell auch noch eine Staffel hin, so wie diese hier. Ich bin hier übrigens in meinem Atelier in Kreuzlingen und ich werde dir jetzt jeden Tag Schritt für Schritt den Weg zeigen zu einem wunderschönen Bild. Ja? Ich zeige dir jetzt noch einmal rundherum, was ich hier noch so habe. Meine anderen Bilder sind ja alle in der Ausstellung in Tägerwilen, aber man kann doch schon ein bisschen was sehen, was ich so mache. Diese Technik jetzt aber hier, die hier auf das Bild kommt. Dazu brauchst du Wasser, so einen Schieber für die Dusche, einen vielleicht großen Spachtel, wenn du hast, oder einen kleinen Spachtel. Es ist aber wichtig, dass du so weiche Spachtel hast. Siehst du das? So diese weichen, ja? Der hier ist auch weich und flexibel. Der ist, der große ist auch weich und flexibel. Ich habe auch immer ganz gerne so diese großen Pinsel, die man so mit voll mit Farbe füllen kann und dann dick oder auch ganz dünn malen kann. Wunderbar. Also das legst du dir jetzt alles bereit und dann kannst du morgen schauen, wie es weitergeht. Ich zeige dir Stück für Stück, wie wir ein wunderschönes Bild erstellen. Du kannst das, auch wenn du meinst, du bist nicht kreativ, wenn du schon selber für dich auf Leinwänden gemalt hast, dann wird es noch viel schöner. Du wirst sehen, wir gestalten etwas Tolles. Ich freue mich auf morgen. Und verabschiede mich mit meiner schlauen Krähe. Tschüss.